So, 28 und 15, 33. Okay, da haben wir es. Da brauchen wir auf jeden Fall mehr. Da können wir 24 haben. Die 14 sind aber gut, um die Kontrolle zu behalten. Deswegen baue ich hier jetzt erstmal nichts, damit ich die Güter habe, um Industrie zu bauen, damit er ein bisschen in die Gänge kommt. Da haben wir 37, 87 können wir hier haben. Dann machen wir das auch. Da haben wir 54, 64, 69. 270 sind voll. Da können wir 180 Armeen haben, ey. Das ist ja verrückt. Nee, können wir nicht, weil der beschränkt war auf 87, auf die Größe. Das war der Vöbe. Ah, da kann ich noch die 10 bauen, ne? 23, 53 kann ich hier nämlich haben. Da die 110, das ist voll. Der ist voll. Da haben wir die 90 voll. Da haben wir die 37 voll. Kontrollieren brauchen wir nichts. Jetzt kommen sie alle wieder und wollen handeln. So, Bauphase. Mal nichts vernachlässigen hier. Pumper bauen. Da können wir wieder unsere 8 Transportschiffe bauen, was wir halt hier so hinkriegen mit den paar Fabriken. Sieben sogar bloß, meine Güte. Da sind wir. Ja, auch noch am Transporter bauen. Wird. Perion will ich doch gar nicht, den will ich. So. Alliierten kann ich nicht bauen. Das wäre was. Okay, den muss ich vielleicht mal ausladen dann in der Bewegungsphase. Der ist auch schon voll gebaut. Könnt ihr jetzt vielleicht auch mal ein paar Industriegüter reinladen? Vielleicht handelt der ja noch. Wenn die da eh schon rumstehen, schadet es ja auch nicht. 36, 66. Nahrung reicht erstmal noch. Ja, super, können wir eine bauen, aber dann können wir. Die vier noch in eine Farm stecken. Der andere, Zyron. 11 Divisionen. Das ist schon ein abartiger Nahrungsplanet. Der wird einfach voll ausgebaut. Da wollte ich ja erstmal die drei, die ich auch nicht bauen kann, erstmal nur eine. Aber der muss halt in die Gänge kommen, hilft ja nichts. Dann haben wir hier wieder Bomberbau. Für den Fall, dass ich noch mehr brauche, wenn das da oben mit dem Angriff nicht gleich funktioniert.
Wolf kann Transporter bauen. Da läuft der Handel auch ganz gut. Da Gemma. Transportschiffe, damit wir mehr handeln können. Und hier geht natürlich alles in die Bomber. Wir haben ja viel vor diesem System. Da bleibt immer nicht viel übrig, wenn ich der Armeen baue, deswegen ist da eigentlich auch gar nicht so sinnvoll, unbedingt da reinzugehen. Aber hier können wir jetzt nochmal ordentlich 19 Stück immerhin. Oh, das ist die dritte Flotte da. Das müsste dann eigentlich die sein, die mir Soldaten und Bomber bringt. Aber damit können wir in der Bauphase erstmal nichts machen, deswegen schauen wir mal weiter. So, Konfliktphase, dann schauen wir doch mal. Also nur um mal sicher zu gehen, ich glaube Titan war der kleinere. 63 Divisionen, 22 Batterien. Der ist mit mir alliiert, der weiß schon, was kommt, ja? Was sagt denn der andere an vor? 206 Divisionen, 161 Batterien. Gut, ich meine, es hindert mich ja jetzt nichts, einen Alliierten anzugreifen. Aber wenn er alliiert ist, vielleicht ist er auch nur alliiert, weil er Angst hat, aber greifen wir halt den Größeren an. Also, gegen wen plant ihr kriegerische Aktionen? So, das ist jetzt Planet 1. Nehmen wir doch den Größeren. 206 Divisionen, 161 planetare Verteidigung. Wir haben 271 Bomber, weil die anderen Bomber da sind. Das ist schon mal sehr gut. Und wir haben ein bisschen Transportschiffe, die größtenteils leer sind, um das Feuer auf uns zu ziehen. Also wir haben jetzt hier diese verschiedenen Angriffsmodi. Das haben wir ja in der Anleitung gelesen am Anfang. Wir haben die Invasion, das wäre jetzt saublöd, weil die mich wegbombardieren. Außerdem sind 8 Truppen gegen 206 auch nicht so geil. Angriff auf die Verteidigungsanlagen ist schon mal ganz gut. Da muss ich allerdings dichter ran. Das ist halt auch nicht so gut, weil die halt noch sehr, sehr viele haben. Deswegen auslöschen durch Atombrandbomben, das wird auch nicht funktionieren. Die werden nämlich meine 10 Bomber da wegholzen. Das ist kein Ding, unauffälliger Rückzug. Nee, wir werden mal aus der Ferne bombardieren. Einmal ein bisschen großzügig mal alles platt machen, was so geht. So, jetzt berechnet da, glaube ich, das Ergebnis oder so. Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Ich erinnere mich gar nicht, wie das war früher. Ob es da irgendeine Art von Animationsdarstellung, ich meine eigentlich nicht, das haben sie auch geschrieben, dass sie da nichts gemacht haben. Bombardierung beendet. So, dann schauen wir uns erstmal den Planeten an, bevor ich meine ganzen, was dann natürlich schon cool wäre, ist, wenn man so ein bisschen eine Übersicht hätte, vorher, nachher, wie viel der wirklich verloren hat. Man kann jetzt hier rauf gucken, also ich glaube, wir haben Bevölkerung dezimiert, weil ich gehe mal davon aus, dass der sein Maximum von 70 hatte. Er hatte 200 Divisionen, meine ich, da müsste er jetzt einiges verloren haben, da hätte man mal vorher sich aufschreiben sollen. Das mache ich jetzt vielleicht mal. Wobei ich gucke erstmal, ob ich überhaupt nochmal angreifen kann. 131 Batterien. Da hat er, glaube ich, aber auch mehr gehabt. Steht er jetzt eigentlich da, dass die mit mir im Krieg sind oder so? Nö, ist einfach immer noch Anarchie. Aber für die Anarchie sind die ganz schön gut organisiert. Wie sieht es denn aus hier, Flotte? 250 Bomber. Da habe ich aber auch kaum Bomber verloren, ehrlich gesagt. Ich hatte ja 270 oder so. Die andere Flotte ist allerdings zerstört. Da habe ich aber auch nochmal 10. Also zwar, da habe ich vielleicht 10 Bomber verloren. Das ist jetzt ja mal interessant. Also, gehen wir mal ins System. So, wir haben hier Anfor. Jetzt nehme ich immer einen schlauen Zettel. Schreibt das mal auf. Also wir haben 51 Bevölkerung, wir haben 166 Divisionen Armee und wir haben 131 natürlich Batterien.
Oh, und wir haben 10 mal Landwirtschaft und wir haben 25 mal Industrie. Wir haben 2060 Industriegüter. Das ist halt auch ziemlich geil, wenn man die abgreifen könnte. Dummerweise werde ich kaum eine Invasion machen können. Also außer ich bombe ihn alle Armeen komplett weg, weil ich nur 8 auf dem Schiff habe und die Bewegungsphase ist erst nach der Kriegsphase hier. Deswegen weiß ich nicht, ob ich die Runde schon eine Invasion machen kann. Also nochmal Planet 1. So. Wir haben jetzt hier 260 Bomber und 327 Transporter. Also nochmal schön bombardieren. Aus der Ferne, da verlieren wir zwar so ein, zwei Schiffe, aber da er ja keine Jäger im Dings hat. Deswegen ist es zum Beispiel auch gut, im Multiplayer tatsächlich auch Jäger im System zu haben. Weil die dann diese Fernbombardierungen halt abfangen können. So, wie sieht's denn aus? Wir haben noch 37 Bevölkerung, da hat er vorhin noch 51 gehabt. Wir haben 128 Divisionen, das waren vorhin noch 166, also es geht voran. Und wir haben nur noch 98 Batterien von 131. Das ist schon mal alles sehr gut. Industriegüter hat er nicht verloren. Er hat noch zwei landwirtschaftliche Betriebe verloren und fünf Industriebetriebe. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben immer noch 250 Bomber. Wir haben wieder 10 Bomber verloren. Und ein paar Transportschiffe vielleicht. So 10 Stück oder so. Nicht so der Killer. Was ich mir halt wünschen würde, ist hier jetzt, wenn die Bombardierung beendet ist, dass man wirklich so eine Übersicht kriegt und sieht, Planet X hat verloren so und so viele Soldaten, so und so viele Bevölkerung, so und so viele Gebäude, so und so viele Batterien. Und auf der anderen Seite, ich habe verloren so und so viele Bomberschiffe, dass man hier so eine kleine Übersicht hat. Man kann jetzt zwar dann reingehen und gucken, aber das ist schon so ein bisschen zäh. Okay, wenn ich seine planetare Verteidigung nochmal voll eliminiert kriege, könnte ich mal wirklich so eine Bombenauslöschung machen. Weil das ist halt so ein Planet, der kann sich halt gegen so Fernbombardierungen halt wirklich kaum wehren. Ne? Also der, wie gesagt, der schießt mir immer 10 Bomber weg. Das tut mir jetzt aber auch nicht so weh. Und da man ja mehrmals angreifen kann, kann man den halt schon richtig übel zerlegen. Ich meine, da bleibt nicht viel übrig. Also wenn man eine Invasion macht oder so, gewinnt man da nichts mehr. Weil man halt alles kaputt gebombt hat. Aber andererseits kostet es einen halt nicht so viel. 66 Divisionen, 40 Batterien hat er noch. Also machen wir hier mal direkt weiter. Und dann kann sich der andere im System eine Leere sein lassen. Wer nicht mit mir alliiert ist, der wird zerbombt. Immer noch Anarchie, selbstverständlich. 9 Batterien, 24 Divisionen. Da haben wir es ja fast. Planet 1. Nochmal bombardieren. Ich weiß gar nicht, ob eine Invasion mit 8, wenn ich die 8 noch habe, wenn er mir nicht meine Transportschiffe wegschießt, wo die Soldaten drin sind. Eine Invasion mit 8 Divisionen. Die wird jetzt aber gehen, weil das Problem ist jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt Brandbomben werfe und das Ding wirklich komplett vernichte, dann gehen auch die Industriegüter verloren. So habe ich halt 2000 Industriegüter, der hat keine Miliz mehr, der hat nur noch seine 7 Populationen. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich, ja, meine 8 Armeen habe ich noch, dann kann ich eine Invasion starten. Ich hoffe mal, dass die 8 es schaffen und dann kann ich ja in der Bewegungsrunde Planet erobert. Sehr gut, das schreibt er hin. Nö, Planet 4 müssen wir jetzt nicht auch gleich noch angreifen. So, jetzt haben wir den nämlich erobert. Jetzt haben wir wahrscheinlich Guerillas. Eine Division Guerillas. Oh, ich habe nur eine Armee. Ich habe tatsächlich 7 Armeen verloren bei der Invasion. Das ist schon mal ganz schön, aber. Ich habe ja hier im System genug Planeten, wo ich Nachschub rüberschieben kann gleich. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Ich habe die gar nicht verloren, weil ich erinnere mich, es stand ja in der Anleitung, dass die. Genau, ich habe gar keine verloren. Die 7 sind auf dem Schiff. Dass nur eine Präsenzarmee unten bleibt, damit, weil man ja vielleicht noch weiter Invasionen machen will. Ich könnte jetzt nämlich den anderen Planeten auch noch runterbomben und erobern. Aber das lassen wir mal. Auch wenn wir es jetzt könnten. Weil der mit uns alliiert ist. Wir sind ja keine Arschlöcher. Wer mit uns alliiert ist, der ist erstmal in Sicherheit. Solange es noch andere gibt.
So, wir haben auf Phoebe. Genau, da brauchen wir 12 Divisionen. Da können wir nicht ordentlich was runterholen. Was ist eigentlich Anfor für einer 206 Quadranten? 136 maximal bestückt mit 121 Sklaven, also 25 Divisionen. 25 Divisionen, die können wir eigentlich auch draufsetzen. Schon mal, oder eigentlich auch mehr, können wir eigentlich noch 30 draufsetzen. Also das heißt, wir holen uns jetzt einfach mal, mal schön 30 Divisionen. Ein bisschen Nahrung, damit es da unten nicht knapp wird. Industriegüter haben sie selber. Und wir können eigentlich auch schon mal ein paar Sklaven holen. Geht halt nämlich alles zügig seinen Gang. Ein kurzer Prozess mit den Gereas gemacht. Die Sklavenpopulation ist hoch genug, dass sie sich schnell vermehren und von den Industriegütern können wir dann auch richtig schön Gebäude bauen. Direkt. Nee, das brauche ich nicht. Kann ich nochmal gucken, ob ich koppeln kann, aber ich denke, die hätte er jetzt schon automatisch gekoppelt, wenn er die auflösen könnte, die Armee. Genau, das sind nämlich nur Transporter. Ja, perfekt. So sieht das dann aus. So greift man halt dann an. Und so ist es halt bei den anderen Kämpfen auch. Wie gesagt, dass da kein so ein Ergebnisscreen ist mit so einer Gewinn- und Verlustrechnung, das ist tatsächlich ein bisschen blöd. Da muss man immer ein bisschen zweimal hinschauen, bis man weiß, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Gut, die handeln hier ja eh nicht. Andererseits. Der könnte noch so viel bauen, oder? Der hat noch so viel Industriegüter, aber der macht halt nichts. Okay, dann werde ich mit dem aber nicht mehr handeln, sondern dann werde ich hier auch mal einen Bomber bauen. Und da dann auch mal direkt schon die. Achso, ich bin in der Bewegungsphase. Ich dachte gerade, wieso kann ich nicht bauen, aber ich bin ja gar nicht in der Bauphase. Das mit den Phasen ist nämlich manchmal, tatsächlich manchmal ein bisschen verwirrend. Okay, die können noch draufbleiben. Den wollte ich nicht. Ich wollte überhaupt keinen Planeten, fällt mir dabei ein. Die handeln auch nicht. Da. Den können wir mal ausladen. Ja, so viel Platz habe ich da auch nicht in der Flotte. Dann sind wir hier. Noch mehr als genug Platz. Boah, da kann man ein bisschen was abladen. Lassen wir vielleicht mal, also mal 30 drauf. Ich glaube, so mehr als 30 war eh keiner dabei, der mehr als 30 gehandelt hat. So, im Heimatsystem habe ich die Bewegungsgeschichten ja schon gemacht. Der kann auch mal ein bisschen was abladen. Vielleicht mal 20. Was haben wir hier? Ich glaube, da wollte ich ein paar Güter hochnehmen. Ja, aufs Schiff, mit der vielleicht ein bisschen handeln kann. Der hat jetzt wenigstens Transportschiffe, mit denen er das machen kann. Da haben wir noch eine Flotte. Auch ein bisschen zum Handeln. Dann kann ich mal gucken, ob die anderen schon da sind. So, wahrscheinlich erst die, ja, oh, die Handelsflotte ist da. Die Besiedlungsflotten noch nicht. Genau, oben hatte ich ja die Bewegung gemacht.
in meinem Heimatsystem, um den eroberten Planeten zu besetzen. Da können wir jetzt nämlich noch das nächste Jahr noch spielen. Da sehen wir nämlich dann direkt auch, dann müssen die Gereas auch eliminiert sein. Dann habe ich den Planeten übernommen und habe auch richtig gut. Ich meine, das ist natürlich dann auch wieder eine Überlegung, wenn man so die Bomber hat, dass man die Welten halt wirklich erstmal hochhandelt, bis sie dann irgendwie 2000 Industriegüter rumliegen haben. Und wenn man sie dann nämlich kaputt bombt und eine Invasion macht, dann haut man zwar die ganzen Industrien und Farmbetriebe kaputt, aber dadurch, dass die halt dann so viel Industriegüter auf Halde haben, kann man die dann gut benutzen, um direkt den Wiederaufbau zu machen. Das klappt dann schon ziemlich gut. 75 ist das Maximum. Da haben wir, ja gut, da brauchen wir mindestens 30. Das Thema hatten wir ja schon. Da 75 Nahrung, das bedeutet, wir können 24 haben. Brauchen wir aber eigentlich auch gar nicht. Okay, zwei manchmal, dann habe ich ein bisschen Überschuss. Dann spare ich die Industrie wieder lieber und baue erstmal die Industrien auf. Da können wir 37, 87. Also da geht was. Hier haben wir für 54, 64, 69. Nämlich die 69 kommt mir bekannt vor. 270, da sind wir schon auf Max. Der kann bis 87. Heimdall. Der kann 53 haben. Also können wir hier wieder die 2. Die muss ich jetzt auch mal nach und nach auf die Transportschiffe packen, damit ich nachher dann eine Invasionsarmee habe. Wobei, das hat ja eben auch ganz gut geklappt mit 8. So viel braucht man dann ja gar nicht, wenn man die wirklich erstmal kaputt bombt. Wenn man halt so viel Bomber hat und auch bereit ist, mal irgendwie 40, 50 Bomber zu opfern. Weil ich habe jetzt schon einige verloren. Ich habe jetzt, glaube ich, noch 230 oder sowas übrig und ich hatte jetzt 270 oder irgendwas. Also ich habe pro Angriff locker 10 verloren, vielleicht in den späteren Angriffen weniger, weil sie nicht mehr so viele Batterien hatten, aber ich habe jetzt bestimmt 40, 50 Bomber verloren, was halt auch ziemlich teuer ist. Ne? Das sind ja auch allein schon 600 Industriegüter oder so. Insofern ist es auch ganz gut, dass ich 2000 Industriegüter gewonnen habe, die ja da auf Halde liegen hat, sonst hätte sich die Invasion auch gar nicht unbedingt gelohnt. Zumindest nicht aus Industriegütersicht. So, 110 ist Maximum, das haben wir. Da haben wir auch das Maximum. Da haben wir die 90, das ist auch das Maximum. 37 auch. So, und dann kann ich da nämlich die Kontrolle mal einstellen. Auf Anfuhr. 121 brauchen wir hier. Keine Ahnung, warum die so niedrig gestellt hatten. Ja, 121, dann haben wir das auch. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der andere in meinem Heimatsystem mit mir alliiert bleibt, nachdem mich die anderen da kaputt gebombt haben. Aber er kann sich ja jetzt auch denken, oh, ich bin ja alliiert. Da passiert mir ja nichts. Oberon, Titan. Na gut, also wenn er einen Vertrag mit mir bricht, muss ich ihn ja eigentlich auch direkt vernichten, ne? Hilft ja nichts. Tut mir auch gar nicht leid, aber ist halt eine harte Welt hier. Kann man nicht einfach Verträge brechen und glauben, dass man dann überlebt? So funktioniert das dann auch nicht. Bauen. Terminus. Taifun. So viele Transportschiffe braucht er gar nicht, weil hier eh keiner mit mir handelt. Auch so ein System, wo ich mal mit der großen Bomberkelle durchkehren muss.
Und die hat dann hier irgendwo wenigstens. Okay, da unten können wir nicht bauen, da haben wir noch nicht besiedelt. Dann haben wir hier Paradise. Der ist schon auf Maximum. Da brauchen wir Transporter zum Handeln auf jeden Fall. Weil die scheinen auch zu handeln. Da hatte ich ja nur 4 oder so reingelegt. Okay, hier haben wir gesagt 36, 66. 75 Nahrung ist mehr als genug. Können wir erstmal Industrieanlagen bauen. Wo dann was zu viel ist, können wir auch hier reinstecken. Da war Scorpio und dann haben wir noch Zyron. "75 Nahrung ist mehr als genug", das heißt, da können wir auch erstmal die Industrie bauen. Geht es, glaube ich, auch in die Bomberproduktion. Man sonst nichts mehr zu tun hat, baut man Bomber. Wolf. Gut, meine riesen Invasionsflotten hier, die bräuchte ich eigentlich dann gar nicht. Also die bräuchte ich dann gar nicht mehr in meinem Heimatsystem oben. Da muss ich dann schon mal gucken, was ich mit denen mache dann als nächstes. Vielleicht mache ich dann tatsächlich hier noch Invasionen. Gemma. Und hier 2060 Industriegüter, so will man das haben. Okay, ich habe 118 Nahrung für 93 Leute, die sich auch vermehren werden. Das heißt, ich baue einfach schon mal alle 106 Farmen, baue alle 34. Industrien. Easy. Planetare Verteidigung kann ich noch nicht bauen, da brauche ich wahrscheinlich aktive Industrien für oder so. Aber gut, dann machen wir das das nächste Mal. Und dann haben wir weiter Aquarius. Der kann natürlich hier die Bomber wieder auffüllen. Der kann helfen im Rahmen seiner Möglichkeiten mit einem Bomber. Okay, da habe ich die Bauphase durch. Ja, also vielleicht hätte ich tatsächlich auch schon viel früher mal anfangen können, Bomber zu bauen und tatsächlich dann Systeme zu übernehmen, wo die nicht mehr mit mir handeln. War jetzt alles sehr, sehr zeitintensiv, weil ich mich halt so verstreut habe. Also man sollte wahrscheinlich dann schon, wenn man jetzt irgendwo anfängt, so wirklich seine Nachbarsysteme dann noch übernehmen, so wie in meinem Hauptsystem, die handeln ja schon länger nicht mehr mit mir. Da hätte ich schon viel früher mal Invasionen machen können und mich dann auch auf die benachbarten Systeme ausbreiten und so und da einfach dann Invasionen machen. Ist ja nicht so dramatisch, solange man es nicht mit anderen Spielern zu tun hat und dann immer irgendwie noch Jäger mitschleppen muss. Die man erstmal bauen muss, die kosten 10, also so mittelteuer zwischen Bomber und Transporter. Da ist es alles schon ein bisschen schwieriger. Jetzt kann ich nämlich direkt nochmal schauen, ob ich das vielleicht sogar noch mache. Titan. Eine Diktatur, dann retten wir sie ja quasi, wenn wir sie vernichten, ne? Vor ihrem Diktator.
Ja, wir sind ja nett. Wir retten sie vor ihrer Diktatur. Böse Zungen würden jetzt sagen, das ist die amerikanische Taktik, aber 24 Armeen, da können wir auch locker eine Invasion machen. Also fangen wir mal an mit Bombardieren. Wahrscheinlich werden die noch nicht alles vernichtet haben, also legen wir gleich nochmal nach. Genau, 8 Batterien haben sie noch in 24 Divisionen. Weil jetzt habe ich so eine Überzahl an Bomberschiffen, jetzt kann ich eigentlich direkt die Verteidigungsanlagen angreifen. Ich dann nämlich ein bisschen weniger von der bestehenden Infrastruktur vernichte. Ein bisschen gezielter angreifen, die Batterien. So, wie sieht es denn jetzt aus? Batterien zerstört. 24 Armeen haben sie halt noch. Bei 24 Armeen eine Invasion zu machen mit meinen Popligen. Was habe ich hier auf dem Schiff? 24, das wird nicht funktionieren. Deswegen müssen wir doch nochmal bombardieren. Tut mir auch leid, aber ist halt so. Ich könnte es natürlich jetzt auch mit Brandbomben auslöschen, aber. Wie gesagt, dann wird er wahrscheinlich, ja, heißt wahrscheinlich, dann wird er unbewohnt und dann gehen, so viel ich mich erinnere und so viel ich mich auch an die Beschreibung in der Anleitung erinnere, gehen dann auch die Industriegüter verloren, die da sind. So, wie sieht's denn aus? Bist schon invasionsreif? Genau, keine Divisionenarmeen mehr. Also, dann machen wir hier eine harte Invasion. Die sollte eigentlich auch easy klappen jetzt, haben wir ja nichts mehr. Genau, Planet erobert. Niemand mehr übrig, gegen den man Krieg führen könnte. Nicht mal Guerillas. Das ist wahrscheinlich, weil ich jetzt so eine extreme Übermacht an. Da steht besetzt. Da sieht man später immer noch, dass es ursprünglich mal ein autonomer Planet war. Jetzt dabei fällt mir ein, ich weiß gar nicht mehr genau. War das hier? Irgendwie gab es Spiele. Oder gab es ein Spiel und ich weiß nicht, ob das das ist. Wenn jetzt ein anderer Spieler den Planeten erobert, kann er natürlich besetzen, logisch. Oder vielleicht kann er dann sogar auch wieder autonom machen, also sich quasi zurückziehen nach der Befreiung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier war oder. Weil das wäre dann nämlich der Unterschied zwischen besetzt und besiedelt. Was ich allerdings cool finde, ist, dass es wahrscheinlich jetzt, wie gesagt, dadurch, dass ich diese Übermacht an Armeen hatte. Haben sich jetzt nicht mal Guerillas gebildet und ich habe jetzt sogar genug Leute und ich habe auch einen Haufen Nahrung, so gut. Ich habe genug Leute, um sogar alle zu bewachen, die da sind. Das wäre jetzt eine perfekt gelungene Invasion. Da steht nämlich auch besetzt von mir. Wenn ich die mit Brandbaum ausgelöscht hätte, dann wäre es eine besiedelte Welt, so wie. Ah ne, besetzt steht immer, wenn es. Okay. Ja, dann war es vielleicht auch nicht hier, dass man die befreien konnte. Ich bin mir echt nicht ganz sicher. In irgendeinem Spiel ging das, aber ich weiß jetzt echt nicht, ob das hier war oder nicht. Das kann ich jetzt auch nicht ausprobieren, weil ich ja nur ein Spieler bin. Ich kann mich ja nicht selber besiegen und befreien. Aber gut, dann haben wir das Heimatsystem komplett erobert. Konfliktphase mal wieder erfolgreich abgeschlossen. Kann ich vielleicht sogar auch in anderen Systemen jetzt schon viel früher mal Bombardierungen machen. Im schlimmsten Fall muss ich halt bei der Bombardierung aufhören, wenn mir die Bomber ausgehen. Wobei das auch blöd ist, weil dann kann er sich wieder recovern und verbraucht Industriegüter, um wieder Sachen nachzubauen und so. Ist ja dann auch gar nicht so geil. Aber gerade so wie hier, der Heimdall braucht nämlich. Der braucht nämlich auch bloß 36 Armeen. Das reicht nämlich locker aus, um eine Invasion zu machen. Bomber. Das könnte man dann in der nächsten Runde, wo ich glaube ich nach der Runde dann den Schlussstrich ziehen werde, mal vorerst. Ich werde dann den Spielstand mal aufheben. Ich weiß nicht, ob Interesse besteht, dass ich das hier an der Stelle weiterspiele. Aber man hat ja jetzt eigentlich alles gesehen und wie gesagt, als Singleplayer ist es jetzt auch nicht so spannend dann mehr irgendwie, weil halt es dann doch immer irgendwie mehr oder weniger das Gleiche ist. Wenn man ein bisschen aufpasst, seine Zahlen im Blick behält, dass man keine Guerillas sich generiert und so. Ist es eigentlich relativ easy, dann hier nach und nach alles zu erobern, wenn man keine Gegenspieler hat, die einem da querschießen. So, das ist das. Dann haben wir hier
30 Güter. Gut, die können ja weiter handeln. Die handeln eh nicht. Die handeln ziemlich gut. Da muss ich nochmal gucken. Brauche ich aber noch nicht ausladen. Da unten. Genau, da sind jetzt alle meine Flotten da. Was sagt denn der? Ja, alles, was geht, ne? Ich habe keine Armeen hier, fällt mir gerade auf. Das sind die Sklaven, das sind Güter. Da habe ich die Armeen, okay. Und da habe ich auch die Nahrung. Perfekt. Okay, dann können wir nämlich hier mal besiedeln. Dann sagen wir mal, ich setze. Oh, nee, das ist ein bisschen übertrieben. Ich setze mal die obligatorischen 4. Dann machen wir vielleicht 10 Sklaven. Dann machen wir 40 Nahrung. Zum Handeln, auch wenn ich nicht glaube, dass die mit mir handeln hier. Dass die mit sich handeln lassen. Ach so, das ist ja die. Die haben wir ja gerade gehabt. Ist es doch Flotte 2. Nee. Es ist doch die mittlere. Genau. So, da kann ich 2 Farmen bauen. Mit 10 Gütern. Ich brauche hier unbedingt Güter. Wieso habe ich eigentlich keine Güterflotte vor Ort? Das ist ja schon ein bisschen blöd, ne? Der kann mal 33 Güter dahin karren. Ich will noch ein bisschen handeln hier. Nee, das wollte ich natürlich nicht. Müssen wir mal koppeln und das eine Transportschiff können wir wieder zurückholen. Dann können wir Flotte 16 nämlich auch da runter schicken, dass die wenigstens mal ein bisschen was haben. Dauert zwar 2 Jahre, aber so lange kommen die über die Runden, die haben ja ihre Farm. Aber dass die auch ein paar Industrien bauen können, sonst wird das ja nichts. Da 14 Güter, das ist auch okay. Da habe ich jetzt auch langsam Bomber, da könnte ich ja auch mal. Genau, so langsam mal die ein oder andere Invasion starten. 37, Vulkania. Der hatte, glaube ich, so ein enges Band. Genau, da kann ich immer nur 2 runternehmen. 35 brauche ich hier. Aber das können wir schon mal machen, weil das brauche ich dann für die Invasion. Nehmen wir hier wieder die 2 weg. So, Planet. Natürlich in die Flotte. Da sind die ganzen Armeen.
Da könnte ich auch den mal. Naja, gut, da reichen mir die Bomber noch nicht. Naja, das war wieder blöd. Muss natürlich in die Flotte rein. Können wir auch ein bisschen was ausladen. Ich mal 20 raus. So, wie sieht es denn hier aus mit Titan? Da muss ich noch bestimmt ein bisschen was drüber shiften. 63 Sklaven ist auch schon das Maximum. Da brauche ich also 13 Divisionen, dann ist alles in Ordnung. Das Limit steht auch schon auf 63, das ist perfekt. Weil ich mir jetzt auch schon die Frage stelle. Ach so, 63 ist das Maximum, ist klar, weil der Planet nicht groß ist. Ich habe gerade überlegt, wieso kann ich nicht einfach weniger planetare Verteidigung bauen und mehr farmen oder so, aber nee, der ist zu klein dafür. Genau. Deswegen auch 63, das ist schon die Maximalbevölkerung. Okay, also 13 Divisionen. Das ist ja easy, die 13 setzen wir da drauf. Nahrung haben wir auch mehr als genug. Könnten wir vielleicht eher mal noch ein paar Sklaven holen, damit er ein bisschen schneller in die Gänge kommt, der Planet, weil ich auch gleich richtig. Jetzt habe ich Nahrung, ich hole natürlich 20 Sklaven und nicht 20 Nahrung, aber egal. So. Kann man nämlich in der nächsten Bauphase hier auch richtig zulangen. 13 Armeen ist das Minimum, dann ist die stabil. Wie sieht eigentlich Anfor aus? 31 Armeen, Nahrung. Ja. Sklaven 121. Genau, das habe ich auch schon. 31 Divisionen reicht auch. Das ist alles in Ordnung. Ich produziere auch einen Haufen Nahrung. Wieso ist denn trotzdem die Nahrung so knapp? Ich mal noch ein bisschen was raufpacken zur Sicherheit. Einfach mal 200 Nahrung. Wir haben es ja hier. Dann ist auf jeden Fall genug für alle da. Was ich vielleicht tatsächlich machen könnte, ist, dass ich hier meine Soldatenflotte da unten hinschicke, weil da habe ich die Bomber. Da kann ich dann auch eine schöne Invasion starten. Vielleicht sogar eine, die dann schon, wenn die Batterien weg sind und selbst wenn sie noch 20 Divisionen da stehen haben, kann ich mit meinen 100 da einfach runtergehen. Dann verliere ich weniger Farmen und so, die ich dann wieder aufbauen muss. Ist einfach ein bisschen effizienter. Wobei natürlich auch Soldaten schon teuer sind, ne? Also Soldaten kosten 3 pro Stück und so. Wobei, gut, Bomber verliert man halt nicht mehr, wenn man einmal die planetare Verteidigung eliminiert hat. Da kann man bombardieren, wie man lustig ist. Nun gut, aber da mache ich an der Stelle mal hier Schluss. Und dem Let's Play, das war ja eher mal so, um einen Überblick zu kriegen, wie das so lief mit Sterne wie Staub und so, wie das Spiel funktioniert. Jetzt haben wir eigentlich mal alles gesehen, was man im Singleplayer so machen kann. Jetzt würde ich mich halt nur noch einfach so vorarbeiten und hier alles erobern müssen. Da weiß ich nicht, ob das interessant ist. Also wie gesagt, ich werde den Spielstand hier mal speichern, falls ich das tatsächlich mal irgendwie noch weiterspiele. Wenn ich das weiterspielen soll, kann man das nochmal wieder aufgreifen. Ansonsten mache ich mal hier Schluss an der Stelle und dann schauen wir mal, was wir sonst noch so finden. Also, dann sage ich an der Stelle tschüss und bis zu einem weiteren anderen Let's Play an dieser Stelle. Ja, tschüss.